Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Staffel 6. Okay, ich habe gerade nochmal was gecheckt bei Fraps. Und ich gehe mal in die Welt. Ich habe wieder länger nicht aufgenommen, deswegen kann es jetzt sein, dass ich mich nicht mehr so gut an die letzte Folge erinnern kann. Ich habe die ja zwischendurch noch benannt, also noch den Titel gegeben und sowas, deswegen habe ich mir das nochmal angeguckt, aber trotzdem ist das jetzt auch schon wieder eine Weile her und ich weiß noch, wir wollten Diamantwerkzeuge machen als nächstes. Ich nehme das hier gerade wieder einen Monat danach auf ungefähr. Ist natürlich immer blöd, wenn man so lange Pause hat. Letzte Woche konnte ich halt nicht, da wollte ich, aber da war mir ein bisschen schlecht, deswegen habe ich da mal nicht aufgenommen. Und ist natürlich ein bisschen ärgerlich, weil ich wollte jetzt eigentlich jede Woche aufnehmen, so dass ich dann am 24.11., wo ich ja meinen Marathon machen wollte, da hätten wir bei Folge 49 angefangen und wären bis Folge 72 gekommen. Das wäre geil gewesen, aber so fangen wir bei Folge 43 an und sind dann irgendwann bei Folge 66 oder 64, genau. Und das ist dann halt von den Zahlen her nicht so cool, muss ich ja sagen. Aber naja, geht jetzt halt nicht anders. Ich weiß auch noch gar nicht, ob ich diese lange Aufnahme überhaupt mache oder ob ich das dann bleiben lasse. Und ich mache, glaube ich, die Sounds nochmal ein bisschen höher. Kommen hier 50. Und Options, Musik können wir auch nochmal höher machen, auf 26 vielleicht. So. Obwohl das jetzt doch schon wieder, nee, das ist schon wieder mir zu laut, ich weiß nicht. Lieber auf 30 und Musik auf 20. So. Ja, da tragen wir mal den Berg hier weiter ab und mal sehen, was dann da hinkommt. Ich weiß auch gar nicht mehr, was ich hier vorhatte. Ich weiß nur, dass ich noch terraformen wollte. Ach, hier hatten wir uns ja mal eingebaut, ne? Das waren Zeiten. Ach ja, da war ich noch jung, ne? Und ihr auch. Na gut, für euch ist es ein paar Tage her gerade mal. Für mich liegen ja mal Wochen dazwischen, zwischen den Aufnahmen. Deswegen werde ich ja schon wieder sentimental, ne? Und für euch war es halt erst gestern oder so. Na gut, so schlimm auch nicht, aber so ähnlich halt, ne? So. Wir tragen alles ab und ich werde dann auch natürlich nochmal in die Höhle gehen. Bisschen Diamanten holen, ein bisschen verzaubern will ich natürlich auch. Bücherregale brauchen wir zum Beispiel auch noch. Wir bräuchten noch eine Kuhfarm vielleicht für Leder. Das sind halt alles erstmal die Sachen, die wir bräuchten, so für Vanilla und so, ne? Die man in Vanilla haben sollte. Oh. Und hier, der ist jetzt groß geworden, der Busch. Da können wir aber eigentlich rundherum auch abbauen. Das ist jetzt nicht so wild, wenn die da frei stehen. Vielleicht baue ich da auch was anderes drumherum. Dann mache ich so ein kleines Zuchthaus oder so. Mal sehen. Aber jetzt erstmal nicht. Ich weiß auch gar nicht, haben wir eigentlich Advanced Genetics drin? Das würde mich auch mal interessieren. Sorry, ich muss mich manchmal räuspern. Vor allem, ich habe jetzt länger wieder nicht aufgenommen und da ist es immer ein bisschen schwierig, wenn man dann wieder so durchquatscht. Da hat man es immer ein bisschen schwer, dann halt im Let's Play, naja, ist halt so. Und da muss man sich halt mal räuspern. Das ist ein bisschen ärgerlich natürlich, wenn dann immer die ganze Aufnahme voller Husten ist. Das ist nicht so angenehm zum Angucken. Vielleicht denke ich ja auch dran und schneide es raus, aber ich denke es mal nicht, lass das drin. Ich habe ja so ein Headset, ne, mit so einem Mikro angebaut. Und da drehe ich immer das Mikro ein bisschen weg, also da hört man das dann schon mehr nicht mehr so doll. Aber ich glaube, man hört dann immer so ein Knacksen, wenn ich das Mikro wegdrehe. Das ist ein bisschen ärgerlich. Ist natürlich nicht so schön, aber naja, kann ich jetzt nicht ändern. Habe auch überlegt, ob ich mir nochmal ein neues Mikro hole. Aber ich belasse es jetzt erstmal dabei, weil ja, ich will mir jetzt auch nicht alle 5 Minuten ein neues Mikro zulegen. Vor allem, ich bräuchte, wenn dann mal ein richtig gutes, also so ein teureres Mikro. Ich habe ja immer nur so die Billigdinger. Und deswegen, naja, ist halt alles ein bisschen schwierig. So. Und die Zeit vergeht doch recht schnell, wenn wir hier ein bisschen was quatschen, während dem Abbauen.
Und hier oben weiß ich jetzt auch noch nicht, wie soll ich denn das machen? Kann man eigentlich die Blöcke entfernen? Ja, das geht, okay. Ah, kriege ich trotzdem schon Schaden. Na, das ist natürlich schlecht. So. Ich werde natürlich auch nicht alles wegreißen hier in der Gegend, das ist schon klar. Aber der Großteil sollte weg. Und mir ist auch bewusst, wir wollten ja ein Texture Pack nehmen. Vielleicht wird's nächste Woche was. Jetzt bin ich erstmal nicht dazu gekommen. Ich habe mir versucht, ein Texture Pack runterzuladen, aber das hat überhaupt nicht geklappt. Das hat... Nee, das ging gar nicht. Ich konnte das gar nicht runterladen, weil das irgendwie... Es stand zwar da, das gibt's für Feed the Beast Unleashed, aber irgendwie hat er, konnte ich den Download nicht starten. Das war halt ausgegraut und deswegen... Ja, keine Ahnung, muss ich mir manuell wahrscheinlich nochmal runterladen. Aber kann es auch sein, dass dann nicht alle Mod-Versionen unterstützt werden oder nicht alle Mods. Ist wahrscheinlich sowieso so, weil ich glaube, in dem Texture Pack werden nur um die 80 Mods von den 120 unterstützt. Und ja, deswegen wäre das eh nicht vollständig gewesen. Ich lasse das hier erstmal so. So wie es jetzt ist. Und das müssen wir eigentlich auch nicht alles abtragen. Ich werde hier noch die Birken und so mitnehmen. Und wir müssen uns eigentlich mal wieder eine neue Force Smiths machen. Da kann ich nämlich die Bäume schön schnell abbauen. Vor allem die Blätter. Das ist ja jetzt doch schon ein bisschen unvorteilhaft gerade. Na toll, jetzt habe ich nicht mal eine neue Axt dabei. So. Okay. Zack, haben wir eine neue Axt. Jetzt auch mal eine aus Eisen. Ach so, war die falsche Werkbank. Na ja, komm, nehme ich sie halt mit. Die Stickies. Wovon es ja hier auch mehrere Arten gibt, ne? Gibt ja nicht nur noch eine Art Stöcker, sondern wirklich... Keine Ahnung, ich kann mal suchen. Hier unten. Stick. Ja, da gibt's einige. Ja gut, die sind auch wahrscheinlich von Tinkers Construct, ne? Was stand da? Sticky Spaces, okay, naja, keine Ahnung. So, ich kenne mich halt mit den Mods nicht so aus. Wollte halt das so ein bisschen machen, dass wir das gemeinsam entdecken, beziehungsweise, na gut, gemeinsam ist auch übertrieben, weil ich nehme das ja hier über ein Jahr vorher auf. Deswegen könnt ihr hier kaum mitbestimmen, eigentlich gar nicht mitbestimmen. Ihr könnt nur sagen, dass keine Videos mehr kommen sollen. Oder dass ich irgendwie 2 Folgen pro Tag raushauen soll oder sowas. Aber inhaltlich könnt ihr hier irgendwie nicht bestimmen, ne? Ist halt ein bisschen blöd. So, Sand und alles weg. Und wo hatten wir Glas drin? Alter, was ich hier alles schon für Kisten hab, ne? Blicke ich gar nicht mehr durch. Warte mal, ich kann die doch sortieren, ne? Hier oben. Ja. Kann ich mal mit allen machen. So. Die hier auch. Na gut, bei der bringt's das nicht, bei denen auch nicht. Miners Backpack. Was haben wir denn da drin? Hier haben wir nichts und da auch nichts. Okay. Hätte ja sein können. Und hier haben wir alles Erde drin. Die tue ich mal schnell hier in die Kiste. Da werden wir wahrscheinlich auch noch viel, viel mehr brauchen. Noch viel mehr Erdekisten und so. Zum Beispiel nehmen wir jetzt mal die hier als nächstes. Und hier kommen noch Setzlinge rein und sowas. Und Rubber war, glaube ich, hier. Oder? So. Zack. Was zu essen bräuchte ich auch mal. Haben wir da was? Ich habe gar nichts zu essen. Ich könnte ja die Schleimbälle essen. Ja, das geht. Und die haben ja auch keine 16x16 Textur, sondern 32, ne? Wie man hier sieht. Keine Ahnung, warum das so ist. Aber ist ja seit Minecraft 1.5 möglich. Und wir spielen ja hier eine 1.5.2. So, Experience ist ja noch nicht gewachsen. Schade. Ich weiß gar nicht, gibt es ja eigentlich Liquid XP? Das ist doch auch so ein Mod, ne? Kann ich auch mal suchen. Ich weiß, ich frage mal zwischendurch mal. Liquid. Oh, warte, was ist das hier? Liquefied Emerald, okay. Ne, da muss ich mal Add Mod machen.
Nee, gibt's nicht. Weil ich sehe ja immer, ich gucke ja auch Galaxy, ne, das Projekt von den YouTubern, wird wahrscheinlich nicht mehr laufen, wenn ihr das ja seht. War mal so ein Projekt wie das Mega-Projekt oder so. Und da, das gucke ich halt, und da haben sie halt Attack of the B-Team für die 164. Und manche Mods davon sind halt auch hier drin, deswegen gucke ich immer mal so ein bisschen. Und da fallen mir halt immer nach und nach die Sachen ein, und ja, wir haben ja Birken gesammelt, ne? Die könnte ich dann eigentlich gleich mal hier dran setzen, weil hier fehlt uns ja noch das Birkenholz. Oder wollten wir nicht unten immer an? Ne, das war was anderes. Das Fundament wollten wir immer machen, aber das brauchen wir jetzt hier nicht. Und ich weiß, das ist nur so ein hässlicher Kasten, aber das wird sich natürlich später noch ändern. Mal sehen, wann das der Fall ist. Und hier brauche ich auch noch so viel Tropenholz. Was ist das hier eigentlich? Rubberwood, ne? Krieg mal ein bisschen Dschungelholz raus. Da kann ich hier mal weitermachen. Bisschen. So. Okay. Ja, hier, das hat ja nicht so geklappt. Da habe ich mal geguckt, da braucht man irgendwie so eine andere Energiequelle. Aber ich weiß jetzt nicht genau was. Das ist halt schade. Und ich glaube, ich bräuchte da hinten auch mal Türen, ne? Komm, dann mache ich mir gleich mal zwei Stück. So, die kann man ja zum Glück stacken. So wie in der 1.8 dann später. Zack, ein paar Fackeln angebracht. Und ich lege mich gleich hin. Türen können eigentlich offen bleiben. Sind jetzt eh keine Monster in der Nähe. Und Latest Death ist da hinten immer noch. Ich weiß immer noch nicht, wie man das ausstellt. Ich wusste zwar mal, mit M oder so ging das, aber das war in einem anderen Modpack. Das war in Feed the Beast Light und nicht Unleashed, ne? Ja, das ist halt immer in jedem Modpack auch teilweise anders. Oder vielleicht ist das sogar nicht hier Rayis Minimap, sondern die andere. Es gibt ja noch eine zweite, es gibt ja noch. Wie hießen die? Es gab auf jeden Fall noch einen anderen Mod, der auch Minimap hieß. Einmal Rayis und einmal Zars Minimap oder so, keine Ahnung. Ach komm, übertreib halt. Da bleibst halt drin. Ist mir jetzt auch egal. Ach, ich habe keinen Bock, gegen Skelette im Wasser zu kämpfen. Das ist mir ein bisschen zu blöd. Kennt man ja vielleicht. So, ich bräuchte mal Sand. Hier. Nein, da unten hin will ich. So. Ah, die Schleimbälle, ne? Die halten doch relativ lange vor, den Hunger. Finde ich schon erstaunlich. Und ich weiß auch gar nicht, was ich hierher machen wollte. Da muss ich auch nochmal überlegen. Ich wollte ja hier so ein bisschen einen Garten machen, ne? Bisschen Feld und so. Kann man die Blöcke eigentlich mit den Pisten verschieben? Ich weiß es gar nicht. Ich hätte die dann doch gerne noch einen drunter, ne? Und nicht da oben so. Das ist noch ein bisschen unvorteilhaft. Ja, und da graben wir uns mal hier durch, ne? Ich weiß auch noch gar nicht, wie ich die Folge jetzt hier nennen soll. Ja, da bin ich sowieso mal so ein bisschen unkreativ bei den Folgentiteln. Da fällt mir immer nicht so richtig was ein, ne? Das ist natürlich blöd. So, und ich brauche unbedingt mal Diamantgeräte, also die mache ich mir dann mal. Wir haben ja leider diesen Mod More Ores oder so nicht dabei, also wo es dann verhäuft Erzvorkommen gibt. Den haben wir leider nicht. Deswegen gibt es hier nicht wie in dem Attack of the B-Team zum Beispiel so überaus richtig krass viele Diamanten oder so. Ja, haben wir halt hier nicht. Ist natürlich blöd, aber naja, machst du nix. So, ach so, ja, die Schaufeln wechseln ja automatisch, das vergesse ich immer. Oder allgemein halt Items. Nicht nur Schaufeln. Und da haben wir unsere schöne große Schweinefarm. Komm, da sparen wir mal ein paar Blöcke hier und reißen die mal ab. Das ist natürlich äußerst wichtig hier, was ich gerade mache. So, hier, die können wir ja so ernten, ne? Genau. Und hier müssen wir ganz normal wie Weizen ernten.